So, herzlich willkommen Backstage. Winke mal, Schalli. Oh, man sieht dich nicht. Das ist hier unser Backstage in Veitsbronn. Das Geilste ist ja, dass wir uns auch vor der Show ein bisschen körperlich auch betätigen können. Schauen wir uns mal so einen kleinen Ballwechsel an. Zwischen Frederik. Das ist der Frederik. Super. Das ist der Kopse. Ich bin jetzt hier außer Konkurrenz, weil ich habe die schon alle besiegt. Deswegen packe ich mich da jetzt her und schaue mir das mal an. Und wollt ihr auch sehen, komm. Zeig euch auch mal was. Genau, so spielt man Tischtennis beim Kellerkommando. So, Gig ist rum, schön was. Wir spielen ja nicht so wahnsinnig oft Bierzelt. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Der ASV hier in Siegelsdorf, Veitsbronn. Ja, voll cool, super, super angenehmes Publikum. Alle tanzen, gute Laune, viele Kellerkommando-Fans. Das hat echt Spaß gemacht. Das war geil. Das wollten wir mal wieder machen. Genau, das ist jetzt hier so unser Backstage. Der große Saal. Aber recht unspektakulär. Schön Holz vertäfelt. Und wir schauen jetzt ist mal ein bisschen Pause. Weil ein bisschen Urlaub, ein bisschen Baby, ein bisschen Zeug so. Was man halt so macht, wenn man im Sommer mal nicht spielt. Ich guck mal, Blazer Vlog, Videotagebuch. Da werden wir euch ein bisschen... Also, vielleicht sollen wir mal spielen, weil wir labern jetzt immer nur, aber vielleicht sollen wir euch einfach was Schönes spielen. Schreibt mal unten in die Kommentare, dann spielen wir euch ein schönes Ständerl die nächsten Tage, nächsten Wochen. Bis dann. Uns geht's gut, wir haben keine Sorgen, uns geht's gut. Ah, Verkehrs, wir denken nicht an morgen. Juhu! Das ist übrigens unser Kellerkommando-Lager. Da kommt schon der Schalli mit dem anderen Zeug. Juhu. So, ihr wisst, wie es nach dem Gig läuft. Einer muss ja den Scheiß wegbringen. Und mit einer meine ich uns zwei. Uns zwei Bläserhasen. In unserem Lager. Juhu.